Gegen Ileitis einfach impfen. Der Ileitis-Impfstoff von Boehringer Ingelheim ist der einzige Impfstoff für eine aktive Immunisierung gegen Ileitis-Erreger. Der Impfzeitpunkt sollte so gewählt werden, dass ausreichend Zeit für die Ausbildung der Immunität bleibt. Das dauert 3 Wochen. Dann ist das Ferkel bis Mastende geschützt. Eine optimale Immunantwort kann sich nur dann einstellen, wenn die Tiere zum Zeitpunkt der Impfung gesund sind. Schweinehalter sollten sich dieser Einschränkung stets bewusst sein und Gesundheitsprobleme innerhalb der Herde rechtzeitig an den betreuenden Tierarzt weitergeben, sodass der Impfzeitpunkt notfalls entsprechend angepasst werden kann. Da der Ileitis-Impfstoff von Boehringer ein Lebendimpfstoff ist, ist ein antibiotikafreies Fenster entscheidend, um den Impfstoff nicht zu zerstören. Daher mindestens 3 Tage vor, 3 Tage danach und am Tag der Impfung selbst, das heißt für mindestens 7 Tage um die Impfung, keine antibiotisch wirksamen Substanzen verabreichen. Weder über das Futter noch über das Tränkwasser oder per Injektion. Das gilt für Sau und Ferkel gleichermaßen. Lagern Sie den Ileitis-Impfstoff im Kühlschrank. Die Lagerungstemperatur sollte zwischen +2 und +8 Grad liegen. Das Lösungsmittel kann bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Der Tag der Impfung. Gute Vorbereitung zahlt sich aus. Saubere Geräte sind der Schlüssel zum Impferfolg. Wichtig ist, dass die Geräte neu oder gründlich gereinigt sind. Dann geht es auch schon an die Zubereitung der Impflösung. Mit Hilfe einer Transfernadel wird das sterile Lösungsmittel in die braune Glasflasche übertragen und so der darin befindliche Impfstoffkuchen einfach aufgelöst. Wichtig! Die Transfernadel muss zuerst in die helle Flasche mit dem Lösungsmittel gesteckt werden. Der gelöste Impfstoff muss am gleichen Tag benutzt werden. Reste nicht aufheben. Zum Impfen empfehlen sich 2 Personen. Eine, die die Ferkel fängt und zureicht, und eine, die impft. Und so geht's. Person 1 treibt die Ferkel in die Ecke, fängt und reicht die Ferkel weiter. Person 2 drencht das Ferkel. Danach noch schnell markiert und fertig. Das Markieren empfiehlt sich, damit es nach der Impfung nicht zu Verwechslungen kommt. Drenchen ist ein einfacher, unkomplizierter Impfvorgang. Drenchen, markieren, wegsetzen, drenchen, markieren, wegsetzen, etc. Nochmal ganz genau. Den Kopf des Ferkels nicht hängen lassen. Den Drencher tief einführen. Den Abzug einmal vollständig durchdrücken. Pro Tier werden 2 Milliliter Ileitis-Impfstoff oral mit der Drench-Pistole verabreicht. Wichtig, den Aufsatz des Drenchers über den Zungenwulst hinaus in das Maul führen. Nach der Impfung. Alle Geräte gründlich reinigen. Heben Sie keinen übrig gebliebenen Impfstoff für kommende Impfungen auf. Wichtig, 3 Tage nach der Impfung keine Antibiotika geben, da sonst der Lebendimpfstoff geschädigt wird. Der Ileitis-Impfstoff von Boehringer Ingelheim. Die Schluckimpfung, die Leistung schafft.